Moin Moin und sehr gestanden, liebe Rekruten! Ich begrüße euch herzlich zurück zu The Division mit Corona. Corona, wie hast du das gemacht? Ich will das auch machen. Hallo, drück mal 1. Ah, 1. Nice, Leute. Ja, super. Ich drück 1 und hol die Waffe raus. Auf dem Numpad. Auf dem Numpad. Achso. Geilo. Kipp. Und was sieht sich jetzt? Halt. Wow, hey, wow. Calm down. Wow. Ganz ehrlich, Digga. Juhu, kommt her, Leute. Wir müssen ein bisschen Sport machen. Come on. So, hip, alles klar. Hip, hop. Oh, wir sind perfekt im Takt bei mir. Mega gut, ey, bei mir auch. Okay, Leute, pass auf, wir spielen jetzt, wir haben ja das erste Intro jetzt alleine gespielt. Corona hat das auch gemacht auf seinem Channel. Und jetzt werden wir zusammen irgendwie mal Missions machen. Ich sag mal, Mission auswählen. Wir können mal gucken, was es hier so gibt, ey. Bei mir sagt er, es gibt hier Nebeneinsätze. Sollen wir die machen? Die machen wir auch. Wir laufen jetzt mal rüber zu, einfach mal hinterher. Welchen markierst du denn? Ich hab schon einen markiert. Ich seh das auch. Nice, Digga. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Wie ist das eigentlich storytechnisch? Gibt es doch mit Sicherheit auch eine Einzelkampagne, oder? Das ist die Einzelkampagne, die wir gerade machen, quasi. Okay, das ist aber auch als Nebeneinsatz, weil eigentlich müsste es doch Haupteinsätze geben, oder? Ja, also würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ich weiß es nicht. Okay, beim Abschluss von Nebeneinsätzen werden sie mit Blaupausen für Ausstattung und Anfertigung belohnt. Richtig, also so richtige Hauptstory gibt es nicht. Also die Story ist quasi, du bist ein Agent und du willst wieder für Ordnung sorgen. Ja, das weiß ich, wegen dem grünen Gift und so ein Scheiß, ja. Ja, genau. Und dazu baust du dir quasi jetzt im Folgenden noch so eine Operationsbasis auf und suchst dir so deine eigene Gefolgschaft nicht, weil du bist ja halt auch nur so ein Hoshi da, aber du baust halt deine eigene Operationsbasis auf. Ich bin kein auf. Hoshi, Alter. Scheiße, komm ich nicht rüber. Übrigens, für meine Leute, ich nehm's jetzt auch endlich mal in Full HD auf und in 50 FPS tatsächlich, nicht in 60. Was machst du da? Achso, du hast aufgemacht. Ich hab den Tunnel mal aufgemacht, damit ich reinkomme. Ich geh jetzt da rein, Alter, was willst du eigentlich? Komm, das letzte Mal war ein bisschen schlecht, die Auflösung. Jetzt dürfte alles wieder tutti paletti sein und butterweich laufen. Kann man irgendwie eine Taschenlampe anmachen oder so? Nee, gibt's nicht. Das gefällt mir gar nicht, ey, gebe ich ehrlich zu. Ich mag dieses Heads-Up-Display einfach so mega gerne. Das ist übelst geil, ne? Ja, vor allem, es stört auch einfach null. Es ist nirgendwo im Weg, es ist einfach perfekt. Ich bin jetzt hochgegangen, ja, du bist auch oben, okay. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Feindpräsenz. Oh. Okay, chill, hier vorne sind zwei. Kann ich schon? Geh du mal rüber, kannst du rüber? Warte, ich kann noch du hast. Ich hab schon ein Dings, ich hab schon eine Fertigkeit, warte. Ja, warte, ich mach mal den Scan-Impuls rein, dann hier, können wir hier. Komm hier rüber, lass hier rüber schleichen erstmal. Hinter das Schild, hinter das UDBG-Schild da vorne. Hier, komm. Okay. Das sind vier Leute, Alter. Hat gut geklappt, Corona. Warte, ich geh schnell weiter. Ich geh noch einen weiter. Warte, ich hab eine Granate, chill. Schaut euch mal den großen. Achtung, ich zünde. Bam, Digga, jetzt los. Nice. Easy. Einen hab ich down, einer ist down. Erster weg. Bam, einer weg. Nice, Digga. Da kommt noch einer. Da sind noch zwei. Da kommt zwei. Ich muss nachladen. Okay, er ist down. Alles easy. Ich geh da rein. Bam. Da ist noch einer. Hab ihn gesichert. Ey, das war richtig gut. Achso, übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt eine Frau bin. Ja, das ist mein zweiter Charakter, weil ich mit dem anderen einfach gerade elf Stunden... Frau sein würde. Ja, ich habe gerade 11 Stunden durchgesuchtet und gestreamt. Ja, ich hab das schon gesehen. Ich war heute Morgen, als ich bei der Arbeit war, habe ich kurz einmal reingeschnuppert. Aber auch nur ganz kurz, weil ich nebenbei noch was anderes gemacht habe. Ja, jetzt hab ich bis Ach, echt? Ja. Du arbeitest auf der Arbeit? Ja, Max, Alter, was bist du? Ich weiß, das ist kurios. Bisschen merkwürdig, Dinge, du weißt ja, merkst du selbst, oder? Die gibt's einfach gar nicht. Ja, das stimmt. So, was ist das eigentlich für ein Zeug, was man mir unten auf V anzeigt? Weißt du, dieses... Wenn du V gedrückt hältst, oder was? Ja. Das sind so verschiedene Sachen. Also diese Müsli-Riegel und Konservendosen, die geben dir so kleine Buffs. Steht auch immer, wenn du mit der Maus dann so hochgehst, was die halt machen. Ja, ich meine das über dem V. Da steht 2. Achso, wenn du V drückst. Ja. Genau, V, das ist, wenn du einmal V gedrückt, also nur einmal anhämmerst, dann ist das dein Medikit. Drück mal V. Okay, ich habe 2 Medikits sozusagen. Ja, drück mal einmal. Ja, nee, will ich ja nicht. Spaß, will ich ja noch gar nicht. Du hast aber nur 2 von 3 Leben, ne? Ja, aber ganz ehrlich, man muss ja nicht mit euch übertreiben, ne? Lass mal hier jetzt schön reingehen hier, Alter. So. Ey, was machst du? Ich wollte dich auch mal, ne? Okay, ja, mach doch. Ganz ehrlich, Corona. Das haben sie sehr gut gemacht. Guck mal hier. Oh, guck mal hier, die Boys, Digga. Guck mal, hier ist zum Beispiel eine schöne Kiste, wo du jetzt eine fette Waffe rauskriegst. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Ja, lass mich raten, das ist eine M4. Warte, es ist Pistolenholster. Oh, okay. Haha, Noob. Ich hab eine M4 gekriegt. Egal, Objekt anlegen. Machen wir mal, was bringt mir das? Ja, ein neues Holster. Kannst du gucken, wenn du jetzt Escape drückst zum Beispiel, drück mal Escape. Ja. Hast du Inventar. Und da hast du dann dein Inventar. Und dann siehst du auch immer so mit so einem kleinen Auswahlzeichen, wo du neue Sachen hast. Dann kannst du draufklicken und dann halt so das Beste anwählen und so. Pistolenholster. Aber was bringt einem das? Wo sieht man denn, was das bringt? Wenn du es mit der Maus draufklickst, dann siehst du rechts, was es bringt. Ja, da steht halt Rüstung. Ja, Rüstung 7. Das bringt mir echt Rüstung, nur weil ich Pistolenholster an, da bringt mir das Rüstung. Ist ein bisschen bescheuert, ne? Aber okay, gut. Ja, so ist das. So,
Ja, das sind halt auch alles noch graue Items, die haben halt auch noch keine Werte. Also später kannst du noch so Damage kriegen, ja, das kann man auch alles bei Tech-Fertigkeiten kaufen, und so, ne? Ja, kannst, ja, entweder kannst du es kaufen oder halt finden, richtig. Ja, sicher. Okay, hier ist noch ein Rucksack, hier ist noch ein Rucksack. Oh, ja, dann loote den doch mal. Also das war nur Medikit. Ja, okay, genau. Das sind halt immer so diese kleinen Dinger. Habe ich das jetzt hingelegt? Ist nee, das, so eine das ist gelootet. Zone, du hast es gelootet. Wenn du es öffnest, lootest du es. Nee, außer weil da so ein Kreis gerade gekommen ist. Nee, das war meiner. Achso, okay, ist klar. Gut, nice. Hier liegt okay, zum Beispiel auch was. Hätte ich jetzt ein Medikit benutzt, Corona, weißt du? Hätte keinen Sinn gemacht. Nee, du hättest auch eins gekriegt. Wir kriegen quasi aus immer unseren eigenen Loot. Ich jetzt hier noch mit, was hat er gehabt? Woran sehe ich das? Was ist das hinten auf meinem Rücken alles? Das ist ja so Scrap-Zeug sozusagen, womit ich was basteln kann nachher, ne? Das ist in erster Linie dein Rucksack und Granaten. Ja, nein, ich meine das, was da drin ist, was er mir anzeigt. Warte, in dem Rucksack ist 7 Sachen, sagt er mir, sind da drin. Wo sehe ich das hier? Achso, 7 Sachen, das sind alles deine Items. Also, ach so, okay, das ist nicht in deinem Rucksack, das sind allgemein dein Inventar. Ja, dein Inventar ist das, genau. Kann man den auch noch vergrößern, craften sozusagen? Ja, also du hast später nachher, wenn du einen richtigen Rucksack findest, hast du auf jeden Fall über 40. So, okay, müssen wir guck mal hier. Wir müssen, was ist da? Wir müssen wieder ins Loch. Wir müssen wieder ins Loch. Ins Loch zurück. In das Loch. Ja, wie kommen wir hier wieder runter? Okay, hat man Shift gedrückt, dann rutscht er so. Woohoo! Ja, Mann. Boah, ich bin gut gefallen. Das war die Mission sozusagen, die erste jetzt, ne? Das ist so eine kleine Nebenmission gewesen, genau. Genau. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was sind die Hauptmissionen? Das ist doch jetzt hier das Wichtige. Ja, so eine richtige Hauptmission gibt's ja eigentlich nicht. Es muss Hauptmission geben. Das wäre doch lächerlich, wenn es hier keine Hauptmission gibt. Aber es ist der Unterschied zwischen Nebenmissionen und das andere sind einfach nur spontane Kämpfe. Also wenn du langläufst oder sowas, kann dann halt irgendwas neben dir passieren oder so, dass dann irgendein Kampf passiert und da klärst du dann halt kurz mal irgendwelche Sachen. Jetzt laufen wir zum Beispiel mal zur nächsten Mission. Das sind nämlich so quasi Einsätze, wo du dann richtig so mit Story was machst, wie zum Beispiel jetzt mit Morphin und so. Aber das ist ja keine Story. Wir haben Schmerzpatienten. Ja, einfach nur sozusagen ein Grund, was da gerade, warum wir da hingehen. Ja, aber so eine richtige Story gibt's auch tatsächlich nicht. Ich hätte echt gedacht, hier gibt's irgendwie eine krasse Story, Alter. Hatte ich auch gehofft, aber nee, man muss dir das selber quasi, du musst dir selber deine Story so einordnen. Ist das hier eigentlich Friendly Fire an? Nee. Neutralisiert. Wäre ja noch schöner, Alter. Könntest du mich ja einfach mal auf den Haufen knallen, oder was? Ja, ich sag mal so, das sind so Dinge, die ich halt eigentlich insgeheim gerne tun würde. Das war mir schon klar. Wieso kann ich hier nichts machen? Ich soll hier irgendwas tun. Ja, wir warten jetzt. Wir müssen das jetzt verteidigen. 1:20, siehst du oben links. Achso, ich hab das gar nicht mitbekommen, weil du hier die ganze Zeit sammelst, Corona. Sorry, aber das geht absolut nicht. Genau, weil ich auch der Schnacklappen hier von uns beiden bin. Ich bin hier oben auf dem Truck, Alter. Ich hab genau gesehen, dass noch einer von der anderen Seite kommt. Aber ich sehe ihn nicht. Verdammt, Max, sie haben Alex. Oh, Vorsicht, da hinten kommt noch einer. Achtung, da kommt. Oh, da kommen drei. Nice. Einen habe ich. Alter, munitionstechnisch muss ich echt ein bisschen aufpassen, ey. Zack, da hinten kommt noch was. Nö, rotz raus. Also, Munition ist eigentlich nie ein Ding. Es gibt immer, man muss so aufpassen, dass es alles hier so begrenzt wäre. Und momentan noch nicht. Also das heißt momentan noch nicht. Also in der Dark Zone kannst du später Probleme werden. Oh, wobei ich sehe jetzt langsam wird mir auch ein bisschen Dark Zone ist ja eigentlich nur zum Looten, oder? Nee, also da gibt es auch PvP und PvE. Aber das ist halt Dark Zone ist halt der einzige Bereich, wo es halt auch dann richtig Spieler gegen Spieler Kämpfe gibt. Ja, aber es geht im Endeffekt geht's auch ums Looten, oder nicht? Ja, auch. Das heißt rein theoretisch, das was wir da looten, können wir doch auch hier benutzen, richtig? Ja. Das ist halt auch ziemlich geil, dass man so unabhängig voneinander getrennte Welten hat. Unabhängig ist ja gelungen, Quatsch, die sind ja sogar. Die sind ziemlich nice miteinander verknüpft tatsächlich. Das ist tatsächlich ganz cool. Was ist denn das für ein Geräusch hier? Achso, das ist die Zeit. Okay, ist vorbei. Da ist noch einer. Bist du das hier? Nee, das ist noch ein Homeboy. Wer schießt auf mich, der Penner? Von da draußen. Ich töte sie halt. Was ist denn los, Alter? Was soll das? Okay, ich ruf mal kurz meine Piste raus, Alter. Er ist tot, er ist da. Okay, den Bereich der Sicherheit haben wir. Das war's schon, Digga. So, das ist jetzt so oben auf der Karte? Digga, Brooklyn ist wieder hergestellt. Alter. Nice. Oben auf der Karte hast du jetzt so wahrscheinlich irgendwo graue Kreise, oder? Die kannst du nochmal ablaufen. Ja. Das ist dann hier entweder so Munition oder halt auch mal, wenn du graue Items hast, die musst du dann mal mit F gedrückt halten. Dass man sich alle auf. So richtig, richtig perfekt hinstellen muss, um das aufzuheben. Das ist ein bisschen nervig. Ja, eigentlich musst du rüber angucken. Hätte eigentlich gereicht. Ach so, ja, gut. Bei manchen Sachen reicht das auch. Ja. Aber ganz ehrlich, Brooklyn ist wieder hergestellt. Digga, die sind voll weit weg, die grauen Kreise. Ich glaube gerade richtig weit weg. Wie soll ich da ganz hinkommen? Da komme ich gar nicht hin. Das nein, nicht zum blauen Kreis laufen, Max. Nein, zum grauen Kreis. Die sind aber dann sind das bei der anderen Mission. Komm wieder her. Na klar, komm. Scheißegal, Alter. Scheißegal. Ich kann mich selber, Digga. Alles klar. Digga, was ist da los? Okay, das war ganz geil.
Was ist hier mit dem blauen Ding jetzt hier? Oh, ich habe da vorne noch eine gefunden. Komm mal mit, wir looten noch mal was Gutes. Komm mal mit. Weil hier ist noch was, was ich mitnehmen kann. Okay, ich habe noch was. Einfache irgendwas, keine Ahnung. Dann zeig dir noch mal das Essentielle des Lootens. Bin mal gespannt, ey. Wo kann man diese beiden Homeboys hier her? Wir hätten es auch ohne die geschafft, ey, ganz ehrlich. Ja, echt, die kommen immer erst zu spät. Die wollen doch irgendwas abhaben vom Kuchen, ey. Das gefällt mir nicht, absolut nicht. Was geht hier? Ehrlich, was geht hier? Was bringst du jetzt noch? Stich gleich drauf. Ja, stehe absolut nicht drauf. Nee, ich habe vorhin noch eine Kiste auf der Karte gesehen und die wollen wir jetzt mal looten, weil es gibt nämlich in der Welt sind so verschiedene Kisten. Also zum einen entweder Munitionskisten oder halt genau da, wo wir eben die Waffe her haben. Gesehen? Da gibt es sogar ein Achievement für, wenn du eine Tür zumachst. Ja, du hast gerade zwei Stück zugemacht. Hier so, plop, plop, plop. Nice. Lauf mal hier gegen die Tür. Ja. Oh, verdammt. Okay. Nice. Nein, warte, hier. Hihi, aber sie geht nicht zu. Da musst du hier dich so ransetzen. Und dann, achso, okay, geht bei dir jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, schon voll die Tricks hier, wie man das macht, Digga, alles klar. Okay. Genau, jetzt siehst du oben auf der Karte, siehst du doch so ein blaues Symbol mit so einem eingekreisten Buch oder so. Sieht aus wie so ein kleiner Planet da drauf. Ja. Das ist zum Beispiel diese Kiste hier, wenn du die jetzt lootest. Wo denn? Ach da. Ja, dann kriegst du immer entweder ein Rüstungsteil oder eine Waffe. Ich hab den schützenden Rucksack bekommen. Das ist nett. Die könntest du dann gleich mal gucken, ob du das anziehen kannst. Ich habe jetzt ein Pistolenholster. Gehen jetzt mal ins... Ups. Nein, wir gehen mal ins Inventar. Kann man das Inventar auch mit einer Taste öffnen? Mit I? Mit ja. I, ja. Rüstung. Oh, ich habe ganz schön viel hier gekriegt, so. Taschen. Schon geil. Wir gucken mal jetzt ganz kurz hier bei den Rüstungen. Guck mal, hier haben wir nämlich der schützende Rucksack. Aber das ist sogar der Stufe 3. Das heißt aber, ich muss erst Stufe 3 bekommen, ne? Sonst kann ich den nicht benutzen, wenn es rot leuchtet sozusagen, ne? Korrekt, ja. Bist du Stufe 2? Nee, steht Stufe 2, aber ich glaube, es ist kurz davor, wenn ich mich nicht ganz täusche. Bist du Stufe 3? Ich weiß es nicht. Oh, das gefällt dir eigentlich ein, Alter. Zu ehrlich. Okay, was haben wir noch? Hier haben wir noch Ausrüstung Schutzmaske. Nee, die ist auch schon angesaved jetzt. Hier haben wir noch... Tonholze haben wir jetzt auch, glaube ich. Okay, alles klar. Ich schieße hier unten gegen und da oben geht das Licht aus. Nice. Ja. Aber wir sind nämlich... Ich nehme noch das Pistolenholz. Das macht doch mehr Sinn, wenn das 7 hat sogar. Geht hier jetzt noch. Können wir hier mal gucken. Schnellwechselmagazin. Jetzt sind die auf der anderen Seite böse geworden. Ein Mod wird angelegt, indem man ein Objekt mit Modplatz auswählt und F drückt. Das Ausrüsten von Waffen und Ausstattung mit Mods kann ihre Werte stark verbessern. Okay, ist gebongt. Will ich machen. Habe ich auch gemacht. Zum Beispiel hier bei meiner Wie geht das? Ich kann nicht modden. Du siehst die Waffe. Du gehst ins Inventar und dann hast du ja dann oben deine Waffen. Dann klickst du auf die Waffe, dann siehst du die Auswahl aller Waffen, die du gelootet hast. Guck mal hier, krass. Warte, hier, die hier. Slash Mod. Genau, einfach F drücken. Mod. Hier aber war das, glaube ich, warte mal, Magazin, kann ich hier nicht sagen. Entweder rechtsklick, Mod oder F drücken. Ja, ich hab schon. Kannst es halt einlegen. Ich habe zum Beispiel jetzt schon ein Schnellwechselmagazin für meine MP5 angezogen. Aber wo sehe ich denn, ob es jetzt angelegt ist oder nicht? Das sehe ich, wie gesagt, nicht. Wenn es in der Mod-Übersicht unten links angezeigt ist, dann ist es dran. Ah, jetzt ist es dran. Okay, nice. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Okay, das ist ganz geil, Alter. Das ist ganz geil. Ja. Oh, hier ist gerade irgendwas explodiert. Oh, hier schießt man auf uns, kann das sein? Da schießt einer auf uns. Der ist da oben raufgeklettert. Der Schlawiner, du. Blawinski, Digga, wie ist denn der da hochgekommen? Er ist von hinten gekommen. So, dann lass mal wieder hier weg. Wir sind nämlich jetzt... von hinten kommen? Ja. Ich hab's lieber, wenn sie hinten kommen. In die Karte. Jetzt fängt das schon wieder an, Alter. Alles klar. Was ist das hier? Lass mich mal kurz interessieren. Was ist das hier? Standardausstattung gibt's hier. Was ist das da? Untergrundeingang. Okay, was gibt's hier? Lass uns mal ins Safehouse gehen und einmal kurz gucken, ob wir von da irgendwie so eine krasse Mission starten können, okay? Habe ich vor, ja. Ja, vor allem Brooklyn ist, ohne spoilern zu wollen, Brooklyn ist jetzt auch quasi durch, weißt du? Okay, dann lass uns mal ins Safehouse gehen, beziehungsweise lass uns an der Stelle mal ganz kurz die Folge beenden, liebe Leute. Und dann werden Corinna und ich jetzt kurz uns nochmal eine andere Mission suchen und dann sehen wir uns sozusagen morgen wieder. Haut rein, liebe Leute! Macht's gut, bis dann, tschüssi!